Low Profile, Parental Guidance, Reassurance und Borrow Time sind die Perks, die wir heute verwenden werden. Und ich würde da auch schon sagen, geht gerne in meinen Discord-Server. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann wünsche ich dir jetzt viel Spaß mit diesem Video. Gut, wir sind auf Haddonfield und wir haben einen Blight in dem Match und keinen Wesker. Das wundert mich so ein bisschen, aber gut, dann halt nicht. Wir haben hier einen Generator, den machen wir auch direkt mal. Mein Perk-Bild ist darauf ausgelegt, dass wir sowohl uns selber gut helfen können, also mit Low Profile und Parental Guidance, und gleichzeitig auch dem Team so ein bisschen helfen können mit Borrow Time und Reassurance. Bedeutet, unser Team sollte hoffentlich nicht allzu schnell sterben. Und wenn sie es tun, dann haben wir Perks, die darauf aus sind, irgendwie sie am Haken so ein bisschen zu schützen. Oder wenn sie gerade vom Haken runterkommen. Oh, krass, da ist auch schon der erste Generator fertig. Wir schauen einfach mal, dass wir hier den Generator fertig machen. Und da ist auch schon der erste Survivor tot. Damit wir hier so den unsichersten Generator auf der gesamten Map so ein bisschen, ja, abgesichert haben. Und uns hier nicht mehr aufhalten müssen. Okay, kein Pain Resonance, das ist ja schon mal etwas. Oh, fucking hell, es braucht kein Pain Res, wenn ich keine Skillchecks hitten kann. Oh Mann, okay, ich gehe direkt mal für den Unhook. So, Adda, komm mal her. I got your ass. Dann kann ich dich auch direkt heilen. Oh, das sieht aus nach... Was ist das? Sloppy Butcher? Ein Blight mit Sloppy Butcher. Das ist auch mal interessant zu sehen. Das habe ich auch schon lange nicht mehr erlebt. Aber gut, da vorne ist auch schon der nächste down. Ah. Ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Also das Match geht irgendwie gerade downhill so ein bisschen. Und er geht nach... links, alles klar. Dann sollte ich eben sich anhucken können. Hier ist die Palette schon weg. Das ist leider nicht so gut, aber wir sollten es generell weniger in der Mitte aufhalten. Dementsprechend sollte das auch kein Problem sein, denke ich mal. Sarina, bleib stehen! Ich will dich heilen! Oder wir wollen dich heilen. Die rennt einfach weg. Ach, danke. Ich gehe direkt zurück zu meinem Generator. Vielleicht geht die Klaue Dad ja auch mit. Nope, ich hole mir erstmal meine Glyphe. Die ist wichtiger. Scheiß auf das Team. Das ist nicht so wichtig. Meine Glyphe, die ist wichtig. Für die Blutpunkte. Ah, da ist sie doch. Und übrigens, Leute, ich finde diesen Skin unfassbar schön. Jill Valentine mit dem Face Rework, wo sie jetzt halt endlich mal aussieht wie aus dem Resident Evil 3 Remake, sieht fantastisch aus. Also, ich liebe sie wirklich. Ich bin so glücklich, dass wir dieses Face Rework erhalten haben. Weil, ja, ich wollte vorher Jill immer Main, also als Second Main. Für die, die es nicht wissen, mein Hauptmain, der es auch schon immer war, seit ich DBD spiele, ist Jane Romero. Aber seit wir Jill Valentine haben, wollte ich sie immer Main, aber ja, ihr Face sah halt immer wirklich komplett entstellt aus. Also es war wirklich wie ein Autounfall. Aber jetzt tut es das halt nicht mehr und dementsprechend, ja, ist sie jetzt mein zweiter Main, den ich wahrscheinlich genauso oft spielen werde wie Jane Romero. Bedeutet, da freue ich mich schon drauf. Ich hoffe, dass ich so ein paar Event-Items im Verlauf der Zeit auf ihr bekomme, weil aktuell habe ich noch nicht allzu viele. I mean, sie ist auch erst ein Jahr draußen, to be fair, aber oh Gott, no, 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 oh Gott, da bin ich gut gejuckt. Okay, Wolken. Ja, nein, sie hat den Hit nicht mehr bekommen. Get fucked. Okay, geht er hier lang? Bitte nicht. Nee, ich glaube, er geht zu der Claudette, oder? Nee, er sucht mich. Er geht außen rum. Nö, er geht weg. Okay. Dann hat sich das wohl auch erledigt. Habe ich einen Generator irgendwie? Oder wurde der schon gemacht? Der wurde schon gemacht. Okay, alles klar. Dann gehe ich mal wieder weg, denn der Killer ist auch schon wieder hier. Warum auch immer. Oh Gott. Nice. Pallet campen ist immer gut. Und jetzt wegrennen. Er geht wieder weg. Warum? Er hätte hier einen Easy Chase haben können. Vielleicht sogar mit einem Easy Hit, aber nee. Die Palette, die er dann dort gebrochen hat, die war dann doch irgendwie wichtiger. Okay, to be fair, vielleicht hat er eine Challenge. Ah, da ist er schon wieder. Was macht er? Was ist sein Ziel? Ich verstehe es nicht so wirklich. Ist hier nicht ein Generator in dem Haus? Hier unten vielleicht, oder? Ah ja, hier, Sarina, hi. Sie wurde im Keller festgehakt. Oh nee. Ich mache erstmal den Generator, weil ich habe kaum an einem Generator gearbeitet in diesem Match. Wenn sie Second Stage erreicht, ist es zwar schade, aber dann hat sie keine Ahnung. Zumindest etwas fürs Team getan. Okay, sie wurde geanhockt. Aber wir hätten einen Generator fertig machen können in der Zeit, aber... Naja, das hat sich dann wohl auch erledigt. Okay, er mag Paletten sehr gerne. Keine Ahnung, ich glaube, der hat eine Challenge. Würde ich jetzt zumindest guessen. Er geht zurück, okay. Dann gehe ich auch zurück an meinen Generator. Vielleicht ist die Sarina auch hier. Ja, ist sie. Nice. Die Claudette wurde wieder gedownt. Wiretap. Oh, cool. Okay, da ist uns schon der nächste Generator fertig. Oh, sorry, ich wollte nicht Body blocken. Ja, geh durch. Danke.
Dann würde ich sagen, öffne ich hier mal das Gate oder mach es zumindest auf 99% und dann sollten wir eigentlich raus sein. Ist zwar ein bisschen schade für die Claudette, aber nun gut, ein bisschen Schwund ist immer richtig. Richtig. Mein Name ist Jill Valentine und im Auftrag des Landes öffne ich dieses Exit Gate. So. Nein, ich werde es natürlich auf 99 machen, denn ich bin ja kein Arschloch. Okay, mal schauen. BSAA Rettungsaktion. Let's go. Aber ich glaube, das ist ein hoffnungsloser Fall. Ja, der campt im Basement. Ich höre den Terrorradio schon. Ja, das wird nichts. Oh Mann, I'm sorry, Claudette. Die ist die ganze Zeit nur im Keller gewesen am Haken. Ja, wir sind draußen. Okay, tut mir leid, Claudette. Aber dann würde ich sagen, gehen wir auch schon in die nächste Runde. Bis gleich. Blood Lodge. Ich muss duschen gehen, ich fühle mich angeekelt. Ich mag die Map nicht. Die Survivor starten mit der Ouroboros Infection und sobald die komplett infiziert sind, sind die exposed für, ich glaube, 3 Sekunden. So, mal schauen. Können wir hier irgendwie schon, ja, den ersten Damage-Grab bekommen? Okay, es müsste ja eigentlich gehen, oder? Ja, die finden hier die ganze Zeit schon ihre Sprays. Ja, okay, nee. Hier um die Ecke komme ich nicht. Schade. Ah, ich glaube, das wird ein M1. Ja. Also... Ja, das finde ich auch, Wesker. Poor Performance indeed. Also ich glaube, in manchen Situationen ist es einfach klüger, für einen M1 zu gehen, anstatt auf Krampf seine Power zu verwenden. I don't know. Bei Wesker dachte man ja zuerst, okay, man sollte die ganze Zeit eigentlich nur die Power verwenden, aber ich denke nicht. Ich denke nicht, dass es so eine gute Idee ist. Okay. Oh Gott. Schade. Ich dachte, es könnte was werden. Das sah eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Weiß jetzt, Palatino steht? Anscheinend nicht. Okay, dann mach das mal so. Scheiße. Oh Gott. Hilfe, wo ist sie? Ja, ziemlich gut outplayed. Antäuschen, nice. Ja, nee. Hier muss ich warten. Hier kann ich nicht allzu viel machen. Hm, kann ich hier rum? Nee, schade. Also, da ist der Cooldown einfach viel zu kurz. Okay, ich kann Paletten tatsächlich brechen. Schade. Ich dachte, ich könnte wollten. Rebecca Chambers, kommen Sie her. Ja, da habe ich sie endlich. Gegen die Wand geslappt. Nice. So, und die müsste ich jetzt eigentlich gleich im One können. Nachdem ich die Palette gebrochen habe. Okay, das war nichts. Schade. Einmal antäuschen. Ich kann, by the way, durch mein eines Eerie Addon nicht über Paletten wollten. Stattdessen breche ich sie, genauso wie Breakable Walls. Der Chase geht viel zu lange, aber ich habe gerade irgendwie Spaß dabei. Ja, ich muss sie lieben. Schade. Sonst sitze ich ja in diesem Chase noch weitere 5 Jahre. Ah, dich habe ich doch schon mal gesehen. Hi. Oh, fuck. Da war der Baum in der Nähe. Ja, hier hat sie eine Palette. Pre-Drop, sehr gut. Und je nachdem, was sie macht, ist jetzt eigentlich... Oh, fuck. Ja, nein, das wollte ich gar nicht. Ist jetzt eigentlich am Arsch, wollte ich sagen. Mhm, klar. Ja, hier gehe ich für den M1. Also, seine Power zu verwenden ist echt nicht einfach. Das muss man auf jeden Fall so sagen. You know what, ich hole mir jetzt einfach meine Glyphe. Ich habe die Schnauze voll. Ja, hier muss ich leider für eine normale M1-Attacke gehen. Was anderes bleibt mir leider nicht übrig. Gut, die sind jetzt allesamt tatsächlich exposed durch Starstruck und Agitation. Ja, du bist tot. Ich weiß nicht, was dein Plan war. Aber ich kann jetzt tatsächlich mal schauen, dass ich vielleicht so ein bisschen Proxy camper. Okay, ich gehe zurück. Denn, ja, ich muss es hier nicht drauf anlegen, dass er irgendwie Unbreakable hat oder so. Das, ja, muss nicht sein. Dann kommst du mal eben her und dann schauen wir mal, ob wir hier direkt einen Painless haben. Da vorne haben wir einen Painless. Hochgucken wegen Flashlight. Und dann kommst du mal hier ran. War das die Fangmin? Ja. Das war kein Hit? What? Okay, krass. Ja, ich kann dich auch gerne nehmen. Das ist kein Ding. Absolut kein Problem, Rebecca. Aber, glaub mir, ich werde sluggen. Wahrscheinlich scheiß wegen Boon Exponential, right? Ja, okay, ich slug nicht. Gut, dann ist es halt ein erster Haken, meinetwegen. Wenn du es drauf anlegst, aber... Okay. Die Fangmin werden wir schon bekommen. Keine Sorge. Die kriegen wir noch. Hier ist die Fangmin. Nice. So, auf die werde ich mich jetzt committen. Naja, Pellet Drop. Ja, da habe ich sie endlich. Oh Gott. Oh, wir haben den Bug. Ja. In ein paar Sekunden müsste dann die Animation weiterspielen. Ja, ja. Da gibt es aktuell diesen Bug, dass ja die Animation halt so ein bisschen versetzt läuft. Aber okay. Das ist ja kein Problem. Tot ist sie so oder so.
Und wir bekommen dann hier nochmal eben einen schönen Pain Res. Und dann sollte, glaube ich, der Dwight jetzt exposed sein, oder? Wer auch immer den Generator fertig gemacht hat, aber ich glaube, das war der Dwight. Da vorne ist hier ein Jin, die habe ich noch gar nicht gesehen in diesem Match. Denke ich mal zu der. Aber ja, die wird nicht mehr exposed sein, wenn sie es überhaupt war. So, dann bekommst du eine M1-Attacke drauf und dann probiere ich mal mit meiner Charge-Attack irgendwie hier was zu erreichen, aber ja, das wird nichts. Hier kann ich probieren, so ein bisschen zu Mindgame. Aber, nee, ich glaube nicht. Oh, fuck. Okay, der hätte vielleicht durchziehen müssen. Eine LNT-Wall. Funktioniert das Mindgame? Ah, diesmal nicht. Beziehungsweise vielleicht funktioniert er jetzt. Ja, jetzt hat es funktioniert. Es funktioniert so gut wie immer, aber sie hatte Unbreakable. Sorry, nicht Unbreakable, sie hatte Adrenaline. Natürlich, warum sollte sie auch nicht? Okay, jetzt ist sie tot. Nice. Dann komm es mal eben her. Wir haben auch direkt hier nochmal ein Pain Rest. I mean, es bringt uns gar nichts, aber ja, ist hier genau am Ende der Map. Ich darf mich hier nicht ablenken lassen. Ja, genau, deswegen. Da vorne ist sie schon. Okay, wir warten eben BT aus. Und dann sollten wir eigentlich auch gleich schon sie haben, aber da vorne ist sie. Okay, jetzt ist sie tot. Nice. Wenn ich sie jetzt aufhebe, habt ihr ein Problem, Leute. Oh, doch, das kann ich bekommen, oder? Ja, habe ich bekommen. Nice. Dann kann ich sie da vorne festhaken und ich glaube, ich sollte das machen, oder? Come on, come on, come on. Ja, nice. Okay. Dann gehe ich direkt zurück und pressure eben den Dwight raus. Sofern ich weiß, wo der ist. Ja, der ist draußen. Gut, dann haben wir tatsächlich noch einen 3K bekommen. Surprisingly. Ja, tatsächlich. Also, wow, das hat Spaß gemacht. Ich habe noch nicht so ganz verstanden, wie man seine Power in Loops wie diesen hier verwenden kann. Weil die sind tatsächlich relativ hart. Okay, sowas würde gehen, theoretisch. Aber da die Survivor in den meisten Fällen ein bisschen schneller sind, ja, kommt man um die Ecken nicht ganz rum. Wenn dir das Video gefallen haben sollte, würde ich mich selber einen Daumen nach oben freuen. Geh doch gerne in meinen Discord-Server, um kein Video mehr zu verpassen. Lass ein Like da, lass ein Abo da. Dann würde ich sagen, sehen wir uns am Freitag wieder mit einem weiteren Dead by Daylight Resident Evil Video. Dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag und tschüss, bis zum nächsten Mal. We'll be right back.